Das Expressi-Tippspiel Tipps der Experten führt uns heute auf den Sieg nach Giersberg. Bei mir Jochen Otterbach. Hallo Jochen. Hallo. Von der SG Siegen Giersberg. Ja, Jochen. Man kann sich erfreulichere Sachen vorstellen. Tabellenletzter in der Kreisliga A. Ein Sieg, ein Unentschieden. Bei 11 Niederlagen. Richtig. Ja. Warum, wieso, weshalb? Frage ich einfach mal. Ja gut, die Frage ist natürlich nicht abwegig und da muss man immer mit rechnen, dass man da auch in dieser Art und Weise gefragt wird. Ja, ich sehe das so, dass das sicherlich nicht unbedingt an einem Punkt liegt, sondern viele Punkte da immer zusammengekommen sind. Wir haben in meinen Augen einen manierlichen Saisonstart hingelegt, haben in Eiserfelden ein vernünftiges Spiel gemacht. Da kann man mal verlieren, gewinnen dann hier das Heimspiel gegen Klarfeld, alles noch im Rahmen. Und dann fing die Misere dann immer ein bisschen an, dass man die Spiele erstmal verloren hat, die man so nicht verlieren darf. Wo man vielleicht von unserer Seite ja nicht mit der richtigen Einstellung, mit dem richtigen Biss gewinnen zu wollen und so weiter. Man hat vielleicht gedacht, das läuft schon irgendwo, sodass man oder wir dann irgendwo in eine gewisse Abwärtsspirale reingekommen sind. Darüber hinaus haben wir sicherlich auch immenses Pech mit uns rumgetragen, was die Torwartposition betrifft. Also wenn man dann sieht, dass vor der Saison drei Torleute länger verletzt sind, darunter ein Stammtorwart, das hat natürlich auch ein bisschen zur Unsicherheit, gerade im Abwehrverhalten, beigetragen, sodass wir sicherlich auch natürlich auch zu viele Gegentore bekommen haben. Wir haben in meinen Augen die Heimspiele noch in Ordnung gespielt, haben die auch allesamt knapp in einem Tor verloren. Kommt natürlich irgendwo auch dabei, dass dann das Glück nicht mehr auf deiner Seite ist, wobei ich natürlich ganz klar sagen muss, es liegt nicht daran, dass wir kein Glück haben, dass wir irgendwo da unten sind, aber hätte man sich vielleicht im einen oder anderen Spiel mal ein bisschen gewünscht, dass der Pegel vielleicht auf unsere Seite umschlägt und dass man dann vielleicht mal einen Dreier mitnimmt mit ein bisschen Glück. Aber nichtsdestotrotz sind wir dann, wie erwähnt, halt immer mehr in eine Abwärtsspirale reingekommen, was sich natürlich dann auch im Kopf bemerkbar macht, dass nicht mehr so die positive Einstellung da ist und dann diese unglücklichen Sachen herbeikommen, sodass wir dann diese Spiele ja, in Serie verloren haben. Wobei natürlich auch Spiele dabei waren, muss man ganz klar sagen, da waren wir einfach schwächer wie der Gegner, gerade wenn ich Auswärtsspiele sehe, da haben wir sicherlich nicht das abgerufen, sodass wir jetzt irgendwo auch zu Recht auf der Position stehen, die wir uns sicherlich nicht vorgestellt haben. Wir haben schon sicherlich andere Saisonziele, uns weiter zu etablieren in der A-Liga. Da sind wir im Moment ein bisschen von entfernt, muss man sagen, oder schon ziemlich weit von entfernt. Ja. Nichtsdestotrotz ist es so, dass die Messe noch nicht gelesen ist, dass sicherlich da noch eine Chance da ist. Wobei, da müssen wir natürlich jetzt ganz schnell prunken, ganz klare Jacke. Wir haben auch die letzten Spiele versucht, uns ein bisschen zu konsolidieren, ein bisschen anders gespielt von der Taktik her und hat sich eigentlich auch irgendwo bemerkbar gemacht, dass wir A, nicht so viele Gegentore bekommen, aber B, auf der anderen Seite natürlich auch viel zu wenig Tore dann schießen. Gut, wir sind da eigentlich die letzten Spiele auf einem guten Weg gewesen, haben wir gegen Burbach ein Topspiel gemacht, was wir dann nicht verlieren durften irgendwo, weil wir mindestens gleichwertig waren, so eine Spitzenmannschaft. Haben dann jetzt letzten Sonntag uns erstes Mal auch mit ein bisschen Glück dann belohnt, mal kurz vor Schluss dann das 1-1 machen aus einer relativ undurchsichtigen Situation. Auch zu dem Spiel, wir kriegen da dreimal von hinten Seite Pfosten-Latte-Situationen, die in dem Moment nicht drin waren. Ja, und in diesem Spiel muss ich sagen, Hilchenbach die bessere Mannschaft war, keine Frage. Aber da haben wir vielleicht mal ein bisschen Glück gehabt, was uns vorher fehlte, was vielleicht auch ein bisschen mehr Schub dann gegeben hätte. So stehen wir natürlich jetzt ziemlich betroppelt da, das ist ganz klar. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt sagen, hier ist alles verloren, hier ist keine Chance mehr, schwer wird es natürlich, keine Frage. Und von daher geht's weiter. Genau. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wir kennen uns jetzt schon etliche Jahre, aufgeben gilt nicht, oder? Nee, auf keinen Fall. Also ich hoffe auch gerade für die Rückrunde, dass wir da unser Potenzial mehr abrufen können, ja, dass wir auf der Torwartsposition breiter aufgestellt werden, dass auch ein paar Leistungsträger wieder fit zurückkommen, die teilweise gefehlt haben in gewissen Spielen, auch erfahrene Spieler, die dann irgendwo fehlen und da muss man sehen, dass man Stand jetzt 10 Punkte irgendwo wieder aufholt. Wobei ich mir hoffe, dass wir die letzten Spiele
die wir jetzt dieses Jahr noch haben, wobei natürlich auch sehr starke Gegner dabei sind, trotzdem für uns irgendwo erfolgreich gestalten. Und dann muss man dann mal gucken, wenn die Spiele gespielt sind, wie ist die Situation, ja, wie sieht es aus. Und dann muss man ihre Punkte mal sehen, dass man da natürlich eine bessere und auch von den Punkten logischerweise eine bessere Saison spielt, ja, und auch klarer spielt. Und vielleicht haben andere Mannschaften dann eine Schwächephase und da müssen wir dann da sein. Ja. Gut, ja, dann wünschen wir von Expressi erstmal viel Glück. Ja, bei der Aufholjagd. Jetzt zum Tippspiel. Ja. Genau, wir tippen 4 Bezirksligaspiele mit Siegerländerbeteiligung und 6 A-Liga-Partien. Fangen wir einfach mal an. SV Germania Salchendorf gegen Fortuna Freudenberg. Ja, interessantes Siegerländer Duell. Ich glaube, dass die beiden sich die Punkte teilen mit einem 2-2. Okay. Dann SC Drolshagen gegen die SG Hickengrund. Ja, beides irgendwo Mittelfeldmannschaften. Auch da denke ich, dass die sich in dem Spiel die Punkte teilen mit dem 1-1. Dann TuS Grünenbaum, Aufsteiger gegen SOS Niederschelden. Ich denke, das wird für Schelden eine relativ klare Angelegenheit mit dem 1-3. Okay, und dann der Tabellenführer Rot-Weiß Lüdenscheid gegen 1. FC Marienborn 2. Auch wenn ich Kahn ein bisschen unter ihren Möglichkeiten sehe, glaube ich trotzdem, dass die Lüdenscheider das Spiel für sich mit 2-0 entscheiden. Okay. So, kommen wir zur Kreisliga A. FC Eiserfeld gegen VfL Klarfeld-Greifswald. Ich denke, das wird eine relativ klare Angelegenheit. 4-0. Sportfreunde Eichen-Grombach gegen FC Greuztal. Direkter Konkurrent von euch. Haben jetzt ein Nachholspiel gewonnen. Sie haben jetzt gewonnen, wollen auch Aufholjagd starten, keine Frage. So legitim, logisch. Kreuztaler Lokalderby. Ich denke, dass die sich die Punkte teilen werden mit dem 2-2. Dann der FC Hilschenbach gegen die SG Mudersbach-Brachbach. Da tippe ich 2-0 für Hilschenbach. Mhm. Siegener SC mit neuem Trainer gegen TuS Wilnsdorf-Wilgersdorf. Ich denke, das wird auch ein deutlicher Heimsieg für den Siegener SC mit dem 3-0. Dann der VfB Burbach gegen Germania Salchendorf 2. Auch da tippe ich auf einen Heimsieg für die Burbacher mit etwas knapperen 2-1. Und das letzte Spiel ist der TuS Deutz gegen den TuS Aalschen. Da würde ich ein 3-1 tippen. Mhm. Alles klar. Gut, Jörg, dann danke ich dir für deine Zeit. Sehr gerne. Und wie gesagt, viel Glück, ja, dass er noch wieder irgendwie da oben rauskommt. Kann man gebrauchen. Vielen Dank. Alles klar. Jo. Danke. Danke.